Moin Leute, willkommen zurück in einem neuen Video und heute geht es um Minecraft Dungeons, ja. Was 2020 erscheinen wird, bis jetzt, ja. Es gibt noch kein Datum, also es könnte auch 2021 erscheinen. Aber Mojang bzw. Microsoft hat bestätigt, dass es 2020 kommt. Bis jetzt, ja. Zu diesem Zeitpunkt. Es kommt für die Switch, für PlayStation 4, natürlich für den PC und für die Xbox One, ist ja klar. Wie halte ich das Spiel? Meine Meinung und... Okay, gut, ich brauche eigentlich nur das Bild einzublenden und ihr wisst meine Meinung. Ich liebe Diablo. Ich liebe Path of Exile. Ich liebe Zelda. Ich liebe Darksiders. Muss ich mehr sagen? Nein, Ich werde mir das Spiel sowas von safe kaufen. Ja, das kann ich euch jetzt schon sagen. Da brauche ich kein extra Video machen. Vielleicht werde ich vom Release, wenn deutlich mehr Infos da sind, noch ein Video dazu machen. Aber bis jetzt steht fest, ja, ich werde dieses Spiel kaufen. Und ja, bei den letzten Videos habe ich mir kein einziges Spiel davon gekauft, was schon erschienen ist. Beziehungsweise Destiny oder World habe ich mir nicht gekauft. Ja. Aber ich werde es vielleicht noch tun, ja, zum Weihnachtsgeschäft werde ich mir auf jeden Fall, das steht jetzt schon mal fest, Death Stranding kaufen. Aber es soll ja um Minecraft Dungeons gehen und meine Meinung ist, es sieht sehr gut aus, ja. Und es gefällt mir einfach, ihr wisst, dass ich sowas liebe. Ja, ich liebe so ein Hack and Slay und wow. Ich frag mich zwar, wie Microsoft bzw. Mojang darauf gekommen ist, aber es könnte vielleicht sogar Diablo Konkurrenz machen, weil Diablo hat es eigentlich immer einfach gehabt, es gab keine Konkurrenz auf dem Markt. Und vor ein paar Jahren hat zwar Path of Exile ein bisschen Feuer unterm Arsch gemacht, aber das ist auch schon vergessen. Jetzt natürlich mit Diablo 4 ist der Hype natürlich wieder sehr groß und Diablo und ja, ich finde, Mojang hat es dann gut genutzt, auf jeden Fall Minecraft Dungeons anzukündigen. Ich denke, das war ein Grund, warum Blizzard schon dieses Jahr Diablo 4 angekündigt hat. Ich denke, sie hätten es, wenn es nach ihnen gehen würde, nächstes Jahr angekündigt. Ja. Und sich jetzt eher auf Overwatch 2 konzentriert. Deswegen ist auch so eine Hektik um Diablo 3 gewesen. Also, könnte sein, dass dieser Faktor ein kleines bisschen mitgespielt hat. Muss aber nicht sein. Also, mein Fazit. Ich finde die Grafik gut, ich finde das Spielprinzip gut und ich finde, in den Genre kann man nicht viel falsch machen. Doch, man kann sehr viel falsch machen. Aber es sieht einfach gut aus und ich... Leute, was gibt's zu meckern? Microsoft hat sehr viel Budget und ich denke, dass sie es auch nutzen werden. Also, lassen wir uns überraschen und meine Meinung ist sehr positiv. Wie steht ihr dazu? Schreibt es mal in die Kombis. Ciao Leute und schönen Tag.